die Stimme des Herrn, verschließ ihm nicht das Herz. Hört auf die Stimme des Herrn, verschließ ihm nicht das Herz. Kommt, lasst uns jubeln vor dem Herrn und zujauchzen dem Fels unseres Heiles. Lasst uns mit Lob seinem Angesicht nahen, vor ihm jauchzen mit Liedern. Hört auf die Stimme des Herrn, verschließt ihm nicht das Herz. Kommt, lasst uns niederfallen, uns vor ihm verneigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott, wir sind das Volk seiner Weide, die Herde von seiner Hand geführt. Hört auf die Stimme des Herrn, verschließt ihn. Seine Stimme hören, verhärtet euer Herz nicht wie in Meriba, wie in der Wüste am Tag von Massa. Dort haben eure Väter mich versucht, sie haben mich auf die Probe gestellt und hatten doch mein Tun gesehen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, niemandem bleibt etwas schuldig außer der gegenseitigen Liebe. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wort des lebendigen Gottes. Das Wort.